Hohes Präsidium, meine Damen und Herren Kollegen, es ist schrecklich, dass es rassistische Gewalt auch gegen asylsuchende Personen und andere Ausländer gibt. Gegen diese unerträgliche Verrohung ist es guter demokratischer Konsens, dass wir mit voller Härte des Gesetzes darauf Stellung beziehen. Genauso klar sollte es ebenfalls sein, dass wir als Demokraten entschlossen eine Politik leben sollten, die dem Hass in jeglicher Hinsicht den Boden entzieht. Dies funktioniert jedoch nur mit einem starken Rechtsstaat sowie einer an die Integrationsfähigkeit unseres Landes und unseres Landes gekoppelte Migrationspolitik. Von diesen Lösungsansätzen, Frau Larisch, sind Sie mit Ihrem Antrag jedoch weit entfernt. Meine Damen und Herren, von der Partei der Linken schon Ihre Wortwahl im Antragstext lässt tief blicken. So dürfen wir allein das dramatisierende Wort besonders 6-mal in 7 Sätzen lesen. Die Besonderheit dieses Antrags kann ich aber nicht erkennen, außer dass er besonders unbestimmt ist. Diese Ausdrucksweise verwundert, da Sie ja über erfahrene Parlamentarier verfügen und eine Fraktionsvorsitzende haben, die immerhin Deutschlehrerin war. Anstatt hier nun besonders scharfsinnig einen Missstand im Land aufzudecken und diese Fakten zu unterfüttern, ist es bemerkenswert, dass Sie auf eine besonders nachvollziehbare Begründung komplett verzichtet haben. Aber kommen wir zum Antragstext. Sie schreiben, dass rassistische Angriffe besonders häufig Asylsuchende und andere geflüchtete Personen gelten. Bei konkreter Deutung der Worte tritt Ihre aus meiner Sicht verquere Gutmenschenansicht zutage. Sie behaupten, Sie haben überhaupt kein Rechtsverständnis für Asylrecht und Flüchtlingsrecht, für die Unterscheidung zwischen Asyl und Flüchtlingsrecht. Ihrer Formulierung ist nämlich zu entnehmen, dass man für Sie allein dadurch zum Flüchtling wird, indem man um Asyl nachsucht. Ich darf es Ihnen nochmals wiederholt begreiflich zu machen, man wird nicht dadurch zum Flüchtling, dass man in Deutschland Asyl fordert und bei Ablehnung den Rechtsweg ausnutzt. Aber zur Sache, um Ihnen die Absurdität des Antragsinhaltes deutlich zu machen, stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Ein in Griechenland vorbestrafter und dort zeitweise inhaftierter Asylbewerber kommt in unser Land und vergreift sich an einer Frau. Das ist ja inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Wollen Sie ernsthaft solche Vergewaltiger im Land behalten, weil möglicherweise hinterher Angehörige des Opfers im Internet mit starken, vielleicht auch mit beleidigenden Worten sich darüber ausgelassen haben und dann von willfährigen Vollstreckern des verfassungswidrigen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes herausgefischt worden sind? Ich frage Sie, meine Damen und Herren, wollen Sie einer solchen Person ernsthaft Sonderrechte einräumen, weil er Opfer einer vermeintlich rechtsmotivierten Straftat geworden ist? Wollen Sie solche Menschen tatsächlich dafür belohnen und ihm ein dauerhaftes Bleiberecht verschaffen? Ich bin überzeugt, auch die große Mehrheit unserer Bevölkerung möchten dies mit Sicherheit nicht. Doch genau dieses Szenario wäre die Folge Ihres Antrages. Der gegenwärtig für Aufsehen sorgende Fall von Hüseyin K., der schon in Griechenland vorbestraft nach Deutschland gelangen konnte und hier Maria L. Vergewaltigt und ermordet hat, bleibt aus meiner Sicht ein mahnendes Beispiel für eine kritische Bestandsaufnahme offener Grenzen. Der Antrag der Linken zeigt also, wie man von den Verhältnissen völlig entrückt denken kann und intellektuell, rechtlich und gesellschaftlich sozial absurde Forderungen aufstellt. Warum nenne ich dieses Beispiel? Es soll zeigen, dass dieser Antrag in Wirklichkeit gar keinen Opferschutz verfolgt, sondern den Geist eines Bleiberechts für alle atmet. Welche romantisch verklärte Vorstellung von dem, was in unserem Land tatsächlich passiert. Die Linke schafft es nicht, sich endlich mit unserem, dem weltweit großzügigsten Asylrecht, zufrieden zu geben. Nein, sie müssen unbedingt ihrer Utopie vom nur guten Migranten folgen. Sie wollen diesen Menschen,
die wie alle über das Mittel und die Möglichkeiten des Rechtsstaates verfügen, etwas weiteres offerieren, den Hierbleibe-Bonbon, der in keiner Relation zur Vernunft steht. Meine Damen und Herren, dieser Antrag beweist einmal mehr die verquere Sicht auf jedes Täter-Opfer-Verhältnis. Unter Punkt 1 leisten Sie sich eine dreiste Einseitigkeit. Was passiert denn, wenn eine geduldete Person, die Opfer einer sogenannten rassistischen Straftat geworden ist, vorher selber eine Straftat begangen hat? Und auch Punkt 2 ist äußerst fragwürdig. Als rechtsstaatliche Partei müssen wir noch einmal betonen, in Deutschland haben wir kein Zweiklassenrecht. Wir dürfen einzelne Gruppen eben nicht privilegieren, nur weil sie eine andere Herkunft haben. Das ist nämlich Diskriminierung. Denn, Frau Larisch, was machen Sie denn eigentlich mit deutschen Opfern rassistischer Gewalt, die von Ausländern ausgegangen ist? Meinen Sie, die gibt es nicht? Ich darf Sie gerne in jene Stadtteile deutscher Großstädte einladen, in denen es kaum noch Deutsche gibt. Gehen Sie in die Schulen, in denen 95% Migrantenanteil vorhanden ist, und schauen Sie, wie dort beleidigend und gewaltsam gegen Erwachsene, gegen Lehrer und Schüler vorgegangen wird, weil sie Deutsche sind, weil sie Schweinefleisch und Kartoffelfresser sein sollen. Die haben ja nun schon Bleiberecht. Was machen wir denn mit denen? Die sind auch Opfer rassistischer Taten geworden. Was bekommen die dann eigentlich als Bonus? Vielleicht eine lebenslange rassismusversehrten Rente in Form staatlichen Dauerunterhaltes? Oder wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, hören Sie endlich damit auf, Ausländer und Deutsche gegeneinander auszuspielen. Wenn ein Ausländer Opfer wird, dann kann selbstverständlich eine Abschiebung bei einer ausreisepflichtigen Person temporär, freilich aber nur so lange ausgesetzt werden, wie hierfür die Anwesenheit in einem Strafverfahren notwendig ist. Unser Aufenthaltsgesetz sieht das in § 60 Absatz 2, Sie haben es vorhin gesagt, erwähnt. Das ist geltende Rechtslage und ermöglicht also die Durchsetzung des Strafrechts, und zwar korrespondierend mit der Durchsetzung der Ausreisepflicht. Ganz rechtskonform, ganz rechtsstaatlich. Ein dauerhaftes Bleiberecht bedarf es dafür nicht. Die wahre Hilfe gegen die Verrohung unserer Zeit liegt in der Wiederherstellung des abhandengekommenen Vertrauens ins politische System und der Wahrung des gesellschaftlichen Friedens. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie liegt im Abbau von Unsicherheiten. Genau diese Unsicherheiten erleben wir in jüngster Zeit durch multiple Krisen leider immer wieder. Und hier besteht akuter Handlungsbedarf. Es gibt viel an der gängigen Asylpraxis zu kritisieren. Zum Beispiel, dass wir eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme erleben. Ich frage mich schon seit Längerem, warum die Partei der angeblichen sozialen Gerechtigkeit, wie sie sich schimpfen, bei diesem Thema keine Sensibilität für die Tragweite dieser Entwicklung an den Tag legt. Meine Damen und Herren, der Partei der Linken, wenn Sie weiterhin mit realitätsfremden und rechtsstaatlich fragwürdigen Forderungen Landespolitik machen wollen, dann wird Ihnen das Volk in noch viel höherem Maße als geschehen das Vertrauen entziehen. Für Ihre Partei wäre zu hoffen, dass sich fähigere Kräfte wie zum Beispiel Frau Wagenknecht oder Herr Lafontaine mehr Gehör verschaffen, damit sie wie wir die Zukunft unseres Rechts- und Sozialstaates in Mecklenburg-Vorpommern wieder mitgestalten. Solange, Herr Ritter, das nicht der Fall ist und solche Anträge auf der Tagesordnung stehen, muss ich Ihnen leider ankündigen, dass die AfD-Fraktion diesen Antrag ablehnen wird. Vielen Dank.